Hey Leute, willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Triceratops, der eventuell so ein bisschen festhängt. Und ich hoffe, den finden wir in dieser Folge, denn das Zähmen an sich wird auch eine ganze Weile dauern. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ach, Gott sei Dank. Die springt auch hinterher. Sehr gut. Ein Dodo. Boah, ist das hier dicht. Geil. Jetzt wahrscheinlich Wegfindungsprobleme. Es geht. Bin mir aber nicht so sicher, ob die auch tatsächlich hinterherkommt. Nenu, wo will sie denn hin? Hör auf damit, komm, gehen wir halt hier lang. Das ist wieder der Strand, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Die Pfeile hätten. Wir haben ja noch 7 Punkte. Was kosten die denn? Acht. Ach, stimmt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal nachgeforscht, was die kosten. Boah, hier ist ja alles grün. Ich glaube, die kommt hier nicht so hundertprozentig mit. Ich möchte sie trotzdem halt gerne mitnehmen. Oh, hat sie ein Level voll? Ja. Kriegst du nochmal Lebensenergie dazu? Level 14, sehr gut. Bei uns fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Halt. Nichts zu finden. Ach, kommt schon, das war doch sonst auch nicht so schwer. Da ist wieder einer. Hier steckt so eine olle Schildkröte fest. Hier ist wieder ein kleiner Raptor, komm her. Oh. Spuck, komm. Noch einer? Ne, allein unterwegs gewesen. Was ist denn mit dir los? Er hat gerade ganz schön gezittert. Da ist auch wieder einer. Steckt eine Schildkröte fest. Oh, es regnet, super. Ich will nicht so extrem weit weg von zu Hause. Wenn wir da hinten hingehen, dann kommt da, glaube ich, so ein. Oh, wie hießen die denn? Nee, Stegosaurus nicht. Stornosaurus? Nee, auch nicht. Stornosaurus gibt keinen Stornosaurus, oder? Kannst du stornieren? Wie hieß denn der? Ist ja auch egal.
Arnosaurus, oder? Kleinen Moment mal, bin gleich wieder da. So. Musst du mal ganz kurz meinem Haus die Manieren beibringen? Ja, dann gucken wir uns hier mal am Strand um und gehen einfach mal in die Richtung. Das ist auch wieder so ein Parasaurus, oder? Oh, wir müssen was essen. Wie viel? 60, da können wir gleich 1, 2, 3 futtern. Ihm ist ein bisschen kalt. Okay, ich mach mal hier die kleine Laterne an. Die Fackel. Bringt, glaube ich, noch nicht viel, oder? Wie spät ist es mittlerweile? 15.33 Uhr. Bringt das ein bisschen Wärme? 6 Grad. Als ob 6 Grad sind, wenn es ein bisschen regnet hier mitten in den Tropen. Weiß ich nicht, aber ich finde es ein bisschen heftig, den Temperaturabfall. Oh, da hinten ist wieder einer. Zumindest wäre hier kein zweiter in der Nähe. Wenn ich was hätte, wo ich mich irgendwo dann draufstellen könnte, wo der dann nicht hochkommt, wäre das vielleicht noch eine Option, aber... Da würden ein paar Meter fehlen. Könnten wir uns ja hier oben auf den Baum irgendwie hochsetzen. Das wäre ganz geil. Mal hier erstmal hochklettern. Oder dort aus dem Wasser raus von dem Stein. Boah, Leute, ich weiß nicht. Wollen wir es wo probieren? Was ist das? Das wäre auch wieder eine Dame. Schauen uns noch mal kurz um. Da drüben steckt einer fest. Jawohl. Ha. Lady Bowser, komm mal mit. Ich glaube, gleich geht's hier los. Ich kann noch ein paar Steine mitnehmen. Sicher, sicher, die hat auch noch 80 oder so dabei. Ja, komm, da haben wir 150 Steine. Das wird hier wohl reichen, um das Vieh zu betäuben. Vielleicht ist ja ein Männchen, obwohl es mir eigentlich ziemlich egal ist. Oh, da ist erstmal ein kleiner Raptor, den müssen wir erstmal loswerden. Oh, nett. Ein One-Hit-Wonder. Ach du Ferkel, genau in den Hinterkopf. Ich glaube, wir müssten dann auch die Zwille reparieren. So, Lady Bowser, komm mal hierher. Ein bisschen hinter ist hier noch ein kleiner Raptor irgendwo. Oh, tatsächlich. Okay, gut. Ging auch schnell kaputt. So, und ich denke, da können wir uns jetzt schon mal drauf einstellen, dass das eine Weile dauert. Hätte jetzt direkt nach dem ersten Stein schon betäubt sein müssen. Schau mich mal kurz um, nicht dass von irgendwo anders einer kommt. So, gucken wir nochmal. Ich glaube, drei hatten wir schon verschossen. Es hat gerade wieder neu angefangen zu zählen, als ich mich umgesehen habe. 5, 6. Quatsch! Ach, hier. Ehrlich jetzt? Deswegen habe ich mir so eine Platte gemacht. 10 Steine oder so. Okay, gut. Da kommen wir ja hier eine ganze Menge dabei. Und das ist auch das. Sind ein, ach, ich wollte gerade die Narco-Berries suchen. Geil. Das ist ein Mädchen, eine Dame. La 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 la. Also das war jetzt echt
bist hier eine halbe Stunde unterwegs, weil du dir denkst, ah, es dauert wahrscheinlich ewig. Was macht man in der Zeit? Wir können Ressourcen sammeln und die hier bei Lady Bowser reinpacken. Bisschen Tetch. Und eine ganze Menge Holz können wir mal mitnehmen. Wir können sie erstmal da haben. Ich denke mal, wir werden an der Hütte noch ein bisschen weiter bauen. Hier genau. Stößel und Dingensbummens könnten wir auch mal bauen. Das könnten wir doch direkt mal machen, oder? Was fehlt denn dafür? Achso, ein paar Steinchen. Sag mir aber nicht, dass das Ding 10 Kilogramm wiegt. 4. Gut. Dein Glück. Schmeißen wir mal beim Triceratops. Och, wie sie da liegt, ist ja okay. Alles okay. Glaube, die brauchen ein bisschen mehr zu futtern. Ne, komm, ein bisschen kannst du auch behalten. Gespannt, was dann der Triceratops noch so mit sich rumschleppen kann und tragen kann. Finde ich gerade echt nice, dass das Tier wirklich nicht viel gebraucht, um betäubt zu werden. Obwohl, warte mal, das ist doch auch. Ist doch bloß Level 1, oder? Ja, ist bloß Level 1, okay. Könnten sie eigentlich direkt mal befreien. Bloß nicht draufhauen. Das ist ein Witz, oder? Willst du mich verarschen? Weil die ganzen Narco-Berries sind weg. Oh nee. Was soll das denn? Ich habe doch das Vieh gar nicht geschlagen. Ich glaube, weil das an dem Baum mit festhing, ist das Tierchen auch mit verschwunden oder was? Na toll. Oh nee, also jetzt könnte ich gerade echt ein bisschen bröckeln. Hier, halt das. Toll. Och nö. Darf ich jetzt wieder 50 Narco-Berry sammeln? Ich glaube, 100 ist gar nicht nötig gewesen. Also das nervt jetzt aber gerade ganz schön, muss ich sagen. Das ist ja erbärmlich. Versuchen wir uns das nächste Mal einen normalen. Wir haben ja gesehen, dass der jetzt nicht so viele Schläge auf den Kopf gebraucht hat, bis er narkotisiert wurde. Gibt's doch nicht. Verschwindet der einfach oder wurde der einfach woanders hingeschleudert? Ich glaube, der ist einfach bloß verschwunden mit dem Baum. Das gibt's nicht. Wartet mal, da hinten, da rennt doch einer rum. Wenn das auch so ein Level 1 Tier ist, dann können wir uns den ja vornehmen. Kommst du? Jo. Da war aber irgendwo noch ein kleiner Raptor, habe ich gerade gesehen. Das sieht so geil aus, wie die schwimmen.
Also ich würde gern wenigstens so 15 Narco-Berries auf der hohen Kante gerade haben, bevor ich mich mit dem Tier anlege. Ja, Entenschwanz und ein Entenkopf. Und hoppla hopp. Gucken wir mal, welches Level. Level 2, okay. Dürfte ja dann nicht so viel mehr brauchen, oder? Toll, ey. Nervt mich jetzt weniger, dass das Tier irgendwie verschwunden ist, sondern dass das ganze Zeug weg ist, was ich da reingelegt habe. Vor allem halt die Narco-Berries. Wir sehen ja, die gibt es jetzt nicht unbedingt wie Sand am Meer. Mann. Ach komm schon, da find doch wenigstens ab und zu mal welche. Manchmal, da findest du keine. Da ging es aber vor der letzten Folge, wo ich dann die ganzen Narco-Berries gesammelt habe. Das ging dann zum Schluss doch relativ schnell. Also so die letzten 30, da war dann irgendwie in jedem Busch wenigstens eine dabei. Ja, jetzt auch. Mann, 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 das ärgert mich. Na eben, das könnte ja auch so lange gedauert haben mit der Schildkröte 10, weil die war ja schon Level 10 oder Level 8. Die war ja schon ein bisschen höher. Mann, 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 ey, keine Nahkung, da nochmal zwei, jawohl. Ach, das ist viel zu wenig, ey. Nochmal zwei, okay. Ach, wie mich das ärgert. Oder wir suchen uns doch ein Level 1 Triceratops. Ich glaube, dass die auch wirklich viel einfacher zu zähmen dann nochmal sind. Level 2 geht vielleicht noch, weiß ich jetzt nicht. 12 Narco-Berries, da kommen schon wenigstens 15, da können wir in der Zeit noch sammeln gehen. Wie das Tierchen da rumliegt. Bären haben wir genug, was das Tier fressen kann. Und Fasern kann es von mir auch ausfressen, bis es stirbt. 30 Stück. Wisst ihr noch, als wir Fasern gesucht haben und nur die Narco-Berries irgendwie kamen? Wie es halt immer so ist, ne? Was man gerade braucht, das weiß das Spiel bestimmt. Das findet man da nicht. Kann man auch diese Haie zähmen? Gibt es eigentlich Delfine in dem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Bloß diese Megalodons oder wie sie heißen. Das Inventar ist gleich voll geramscht mit dem ganzen Mist, was wir hier finden. 14 Narco-Berries, 15 Narco-Berries. Jawoll. Jetzt geht's noch vorwärts, komm schon. Direkt noch 2, 3 hinterher. Genau, Hauptsache 14 Fasern. Wollen wir es probieren? Können wir probieren es jetzt wenigstens mit dem Betäuben. Einen kleinen Vorteil würde ich mir verschaffen, wenn es klappt. Hey, du da. 2. Der bleibt da bloß stehen. Ich glaube, der ist nicht verwachsen mit dem Baum. 8 Steinchen. 9 Steinchen. Also 9 haben wir, glaube ich, gebraucht bei dem Level 1. 11. 12. 12. Ha. Ach, guck mal, hier liegen sogar übelst viele Steine rum. Ey, das ist ja krass. Wahnsinn. So, dann komm mal her. Los, habe ich hier noch was gegen mich aufgescheucht oder was? Nee. So, dann leg los und wir dürfen weitersuchen nach Narco-Berries. Ach ja. Oh, 2, super. Drück die Daumen, dass das klappt. Ach, ich habe jetzt wieder nicht hingeschaut. Männchen oder Weibchen? Oh, 4. Jawohl, haben wir schon wieder 6. Wir sind eigentlich Öff-Öff. Quatsch, nicht Öff-Öff. Wir sind Öff-Öff. Lady Bowser meinte ich. Und Öff-Öff ist ja ganz woanders gerade. Die bewacht unsere Hütte.
Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ob es klappt mit dem 10. Wir machen dann genau hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Drückt die Daumen.